müssen eigentlich gläubige Menschen, das heißt Gläubige aus dem Alten Testament und auch wiedergeborene Christen, müssen diese noch vor Gott erscheinen, um gerichtet zu werden? Definitiv nicht. Gläubige Menschen, sowohl aus dem Alten Testament als auch wiedergeborene Christen, müssen jedoch vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Was bedeutet das? Der Richterstuhl Christi ist ein Ereignis unmittelbar nach der Entrückung und noch vor Offenbarung 5, das heißt vor Öffnung des Buches, was dann die siebenjährige Gerichtszeit einleiten wird. Auf dem Richterstuhl sitzt Jesus Christus selbst und jeder Gläubige wird wohl privat unter vier Augen vor ihm offenbar werden. Das heißt, es geht hier um die Beurteilung der Werke des Gläubigen und nicht um die Beurteilung der Person, ob sie gerettet ist oder nicht. Diese Frage ist schon längst entschieden, aber es geht um die Beurteilung der Werke und da schließen auch die Gedanken und Worte mit ein. Diese richterliche Beurteilung wird verglichen mit einem Feuer. Symbolisch, das heißt, die Werke werden geprüft und alle Werke, die nicht in Übereinstimmung waren mit dem Willen Gottes, verbrennen, sie haben keinen Bestand und alle Werke, Worte und Gedanken, die in Übereinstimmung waren mit dem Willen Christi, bleiben bestehen, sie sind wertvoll für Christus, sie haben Bestand. Und alle Werke, die übrig bleiben nach dieser richterlichen Prüfung, sind dann auch Anlass zur Belohnung. Denn der Richterstuhl Christi ist ein Preisgericht, es wird Belohnung verliehen. Und die Belohnung hat zwei Aspekte. Zum einen besteht sie in Aufgaben und Verantwortungsbereiche im tausendjährigen Reich. Das ist der eine Aspekt. Das heißt, je höher die Belohnung, desto höher der Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Gläubigen im tausendjährigen Reich. Und zum zweiten geht es um explizite Siegesgrenze, um Grenze, das ist natürlich kein materieller Kranz, sondern das sind sichtbare Herrlichkeiten, sichtbare Ehrungen, die bestimmte Gläubige bekommen aus bestimmten Anlass. Es gibt 5 Siegesgrenze. Angenommen, alle Werke eines Gläubigen verbrennen, das heißt, sie haben keinen Bestand, dann ist er selbst noch gerettet, aber alle anderen Werke von ihm sind verbrannt. Das heißt, er ist gerettet, aber wie durchs Feuer, denn all seine Werke sind verbrannt. Der Schaden ist, dass er keine Belohnung bekommen wird. Am Richterstuhl Christi wird auch quasi das Material, das edle Material des Brautkleides der Braut Christi vorbereitet. Denn die Braut Christi, die Ekklesia, wird ein Brautkleid bekommen, später dann in der Offenbarung, und das Material dafür sind quasi alle Werke, die Bestand haben, die wertvoll sind für Christus. Das ist der Richterstuhl Christi, darauf dürfen wir uns freuen.